Nach der Versuchung ist Trainerin Mareike auf dem Weg zu ihren Schützlingen. Noch weiß keiner, ob jemand aus seinem Team gesündigt hat. Oh, es tut uns leid, Mareike. Ich will gar nichts hören. Ich weiß, dass ihr gerade eine Versuchung hattet. Und hier steht das Ergebnis drin. Es tut mir leid. Nix. Eine leere Karte. Das heißt, niemand von euch hat zugegriffen. Was gab's denn da Leckeres? Nichts. Nichts was uns mehr antören würde. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Da war kein Gemüse, kein Obst. Toll. Es gab Immunität für eine Woche. Da war meine Antwort, okay, das bringt uns eine Woche weiter, aber es bringt uns in unserem Leben nicht weiter, verstehst du? Das war das, was ich gesagt habe. Genau das. Ja, ganz genau. So muss es auch sein. Du hast verstanden. Ihr habt es alle verstanden. Die Versuchung war umsonst und das finde ich grandios. Die haben einfach als Team gehandelt und richtig gehandelt. Lob wird es im Zeltlager wohl keines geben. Trainer Ramin verkündet das Ergebnis. Ich bin zu 100% überzeugt, dass nicht einer meiner Kandidaten dahin gefasst hat und sich vollgestopft hat. Und wenn doch, dann ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so, was ich mit dem mache. Noch weiß keiner von Team Orange, wie die anderen gehandelt haben. Ich habe ja gehört, dass die Christine euch in Versuchung geführt hat. Aber ich glaube, dass nicht einer von euch was gegessen hat. Das würde echt alles verraten, was wir uns hier erarbeitet haben. Was machst du denn da mit dem Kopf? Das ist schäm. Ich hoffe, Alter, wenn dein Name da drin steht, hey, dann ist aber echt was los. Ich glaube an euch und ich hoffe, dass ihr auch an mich glaubt. Aber jetzt will ich da mal reingucken. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft? Alter, da kriege ich einen. Mann, da habe ich keinen Bock drauf, ey. Ohne Witz. Was hast du denn gegessen? Nur 8 Gummibärchen. 86 Kalorien. Ich konnte in dem Moment nicht wirklich böse auf Daniel sein, weil man ja auch auf keinen kleinen Hundewelpen sauer sein kann, der auf dem Teppich pinkelt. Was rede ich denn mir an Wolf? Das kann doch jetzt echt nicht sein. Da denkst du, jetzt gehe ich mit der Wasserspritzpistole und spritze ein bisschen auf die Schnauze. Dann hat er vielleicht was gelernt. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich musste taktisch handeln. Wenn er denkt, er muss so durchkommen und das wäre seine einzige Chance, wieder der Weg des geringsten Widerstands. Go for it, Daniel. Ich glaube nicht, dass du es nötig gehabt hättest. Aber glaube ich auch nicht, aber ich muss so taktisch, ich will unbedingt ins Finale. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass er die Immunität braucht? Ja, irgendwo ein bisschen Verräter, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir essen nichts. Habt ihr es ausgemacht? Oder? Ja, so, aber wir haben es nicht ausgemacht. Ja, aber du verratst dich selber. Warum verrate ich mich denn das? Du verrätst deinen Körper. Du bist doch hier, um abzunehmen. Also vom Verhalten her war für mich klar, dass der Daniel gegessen hat. Er hat wahnsinnig Schiss davor, dass er gehen muss. Aber ich stehe halt da wie so ein richtiger. Sag du mir's? Nein, gar nicht. Hä? Hat ja nichts mit dir zu tun. Ja, aber ich hab gesagt, aus meinem Team ist keiner was. Daniel hat sich mit den Gummibärchen in 86 Kalorien reingepfiffen, was jetzt nicht super viel ist. Aber mir geht es ja ums Prinzip. Und deswegen dürfen jetzt alle im Team sämtliche Übungen in der nächsten Sporteinheit im 86er-Rahmen machen. Wir machen jetzt eine richtige Knalleinheit. Danke, Daniel. Ach, als Tanja gesagt hat, danke, Daniel, dachte ich mir, ess doch noch eine Mandel. Wir sehen uns auf der Waage. Dann auf geht's. Und 1, 2, tiefer. 3, 4. Daniel hat 86 Kilokalorien zu sich genommen. Demnach mussten wir alle Übungen 86 Mal wiederholen. Wenn einer nicht tief runtergeht, machen alle von vorne. Nicht, dass wir nicht gern Sport machen, so ist es ja nicht mit Ramin. Ja. Aber 86 Mal Kniebeugen, 86 Liegestütze, 86 Mal dies, 86 Mal das. 70 und 1. Hallo, es war schon heftig. 2.
Eigentlich hätte er das nur gebraucht, ne? Er hätte sicherlich ein Sondertraining verdient gehabt und hätte meinetwegen 86 Mal die Düne hochgehen können. Ja, die müssen natürlich alle mitmachen, weil wir sind ein Team. Und Team heißt nicht toll, ein anderer macht, sondern wir müssen zusammen das durchleben. Fertig, Kniebeugen Part 2 und 1. Fand ich nicht so toll. Ich glaube, das waren die anderen auch nicht so toll. Ja, ich habe mir echt gedacht, ja, vielen Dank, du Blöder. So, wir machen 86 Skippings. Fertig. Und 1, 2, 3. Schneller. 4. Die Stimmung im Zeltlager ist sehr angespannt. Daniel hat zwar Immunität, aber momentan keine Solidarität von seinen Teamkollegen zu erwarten.